So Leute, herzlich willkommen zu dem schlechtesten Format auf YouTube! So Leute, herzlich willkommen zu Marco Verzelt Nummer 73. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Freunde, ich habe mittwochs Fortnite gespielt mit euch zusammen. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ihr habt mir so viele Tipps in den Kommentaren gegeben, weil wie gesagt, ich habe das Spiel zum ersten Mal mit euch zusammen gezockt und ich wusste gar nichts von dem Spiel. Und wir wurden immer besser, immer besser, immer besser, bis wir anschließend nach 3 Stunden unseren ersten Sieg hatten. Die Leute haben immer gesagt, dass wenn man im Squad zusammenspielt, es deutlich schwerer ist zu gewinnen. Wir hatten immer 1 oder 2 Starken im Team, aber die anderen waren alle Anfänger wie ich. Aber wir haben es tatsächlich noch geschafft, einen Sieg zu erringen und das war nach 3 Stunden. Es war echt anstrengend, aber es hat richtig Spaß gemacht. Das Spiel macht richtig süchtig und ja, es macht mir ultra Spaß mit euch zu streamen, weil es irgendwie cool ist. Wie gesagt, ihr gebt mir die ganzen Tipps in den Kommentaren. Das feiere ich extrem ohne Scheiß. Und ja, ich würde sagen, wir werden jetzt noch ein bisschen Fortnite zocken und dann werden wir versuchen, noch andere Spiele, die ich noch nie gezockt habe, mit euch gemeinsam zu machen. Ich würde sagen, nicht lange labern und wir fangen direkt mit dem Unboxing an. Ich freue mich schon sehr auf eure Fanposts und auch Firmengeschenke, da ist ein bestimmtes Paket, da freue ich mich extrem drauf. Und ja, ich würde sagen, los geht's, ich schau mal die Pakete rein. Boom. Boom. Auf dieses, Freunde, freue ich mich besonders. Was da drin ist, kann ich noch nicht sagen. Aber vermutlich wisst ihr es schon, weil es vermutlich im Thumbnail stehen wird. Und im Titel. Und überall anders auch. Also ihr wisst schon, was da drin ist, vermutlich, wie gesagt. Aber ist egal. Aber hier wisst ihr nicht, was da drin ist. Weil das hier sind Fangeschenke. Und ich liebe Fangeschenke. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den harmlosen an hier vorne. Dieses Paket hier kommt von dem lieben Steve aus Deutschland. Zack. Zack. Oh, lieber Steve, was hast du mir da geschickt? Erstmal mein Logo gemalt. Sehr schön, vielen Dank. Dann haben wir hier schwarze Nerf-Files. Das sind aber keine Originale, zumindest sehen sie nicht original aus. Aber schwarze Nerf-Files habe ich auch, glaube ich, noch nie gesehen. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Vielen Dank, kann man sehr gut gebrauchen. Ab in meine Waffenkiste hier vorne, Bams. Dann habe ich hier ein Backcover, vermutlich zum Unterschreiben. So, was schreibt der liebe Steve? Hi, Tudo! Ich heiße Steven und ich habe dir ein Tutu-Logo gemacht. Hoffentlich kannst du die Nerf-Pfeile gebrauchen. Und könntest du mir auf meine Handyhülle unterschreiben und zusätzlich noch eine Autogrammkarte in den beigelegten Briefumschlag reinlegen und es wieder zurückschicken. Ich bin seit 2016 dabei und finde dich mega. Mach weiter so. Vielen, vielen Dank, lieber Steven. Natürlich unterschreibe ich das. Während ich unboxe, gibt es jetzt eine Frage von einem Zuschauer, Freunde. Oh mein Gott, ich verändere immer wieder was von Marco Verzelt. Kommt ihr noch klar mit diesen ganzen Veränderungen? Ich hoffe schon. So, die erste Frage kommt von Pika Gamer. Zocke bitte Fortnite. Das haben sehr viele Leute geliked. Das war im letzten Marco Verzelt. Tja, ich habe es tatsächlich gemacht. Fortnite gezockt. Wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe übrigens von euren Spenden tatsächlich noch GTA 5 gekauft. Den habe ich auch schon installiert. Wir werden das auf jeden Fall noch zocken. Deswegen keine Sorgen, Freunde. Das ist auf jeden Fall installiert und wir werden das machen. Von euren Spenden werden natürlich immer wieder Sachen gekauft. Wie zum Beispiel als nächstes brauche ich eine Game Capture Card. Vielleicht hat das ja mit diesem wunderschönen Unboxing hier zu tun. Eine Game Capture Card brauche ich auf jeden Fall, weil viele von euch wünschen sich, dass ich auch mal Konsole teste. Und damit ich das aufnehmen kann, brauche ich natürlich eine Game Capture Card. Das war die erste Frage. Und jetzt machen wir ein Paket auf. Oh mein Gott. Das ist ja komplett durcheinander, dieses Marco Verzelt. Was macht er schon wieder da? So, das nächste Brief kommt von den lieben. Moment. Felit. Also nicht Felix, sondern Felit mit T am Ende. Was hat er mir geschickt? Oh, was ist das denn? Er hat ein Flugzeug geschickt. Moment. Einmal was zum Zurückschicken. Kriegst du? Bonbons. Hallo Marco, ich heiße Felit und schaue mir deine Videos jetzt seit 2 Jahren und finde, du bist einer der lustigsten YouTuber. Vielen Dank. Ich hoffe, dir gefällt das Flugzeug und die Haribos von VW. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Magst du Kampfsport? Denn ich bin beim Taekwondo. Cool, ja, ich habe auch eine Zeit lang Taekwondo gemacht und es hat mir richtig viel Spaß gemacht, aber ich habe dabei tatsächlich mein Knie ein bisschen zerstört, also mein Meniskus, weil diese Bewegungen immer mit den Beinen, das war ganz schön hart, aber ja, ich liebe Taekwondo, es hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich konnte das auch ziemlich gut. Welche Konsole bevorzugst du? Ich bevorzuge PlayStation 4. Ach was. Ich bevorzuge auch PlayStation. Von Sony, mal gucken. Was ist dein Lieblingsspiel? Fortnite zurzeit, tatsächlich. Vielen Dank für deinen Brief und für dein Flugzeug hier, den mach ich mal auf. Und er hat mir sogar einen Cent reingelegt, weil vermutlich ich brauche meinen Cent dafür. Vielen Dank, dass du dabei anders gedacht hast. Oh, das ist auch von VW. Deine Anleitung, wie man das Ganze baut, ist hier. Münze einstecken vorne, okay. Hier vorne kommt die Münze rein. So. Er braucht ein bisschen Gewicht vorne, damit er irgendwie fliegen kann. Dann das hier kommt durch. So, und mein Flugzeug ist fertig. Sollen wir mal gucken, ob das Ding auch fliegt? Komm mal mit. Und jetzt geht's los. Okay. Yo! Okay! Das ist nicht weit geflogen. Vielleicht muss ich ein bisschen mehr Gas geben. Achtung!
Also es ist mehr ein Sturzflug als ein Flug, würde ich sagen. Vielen Dank für deine Einsendung, Felix. Sehr cooles Flugzeugchen. Hat Spaß gemacht, damit zu fliegen. So, und jetzt würde ich sagen, beantworte ich wieder mal eine Frage von euch. So, die nächste Frage kommt von All in One. Kannst du deine Streams hochladen? Tatsächlich sind alle meine Streams hochgeladen. Die sind in der Playlist YouTube Gaming. Das Ding ist, ich habe die auf nicht gelistet, damit das öffentliche Uploaden nicht voller Streams ist, weil ich versuchen will, öfters zu streamen. Und ich möchte nicht die Leute belästigen mit Gaming, wenn man selber das nicht haben will. Aber wie gesagt, die Gaming-Playliste findet ihr jetzt hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Geht einfach mal drauf und dann könnt ihr die letzten Streams davon sehen. Wie gesagt, die sind auf nicht gelistet, damit es meine Uploads nicht vollballert. Das möchte ich einfach nicht haben, dass hier unter den Videos angezeigt werden. Wie gesagt, die sind nicht gelistet. Findet ihr aber alle in der Gaming Live Stream Playlist und die könnt ihr auch mal speichern, falls ihr das öfter sehen wollt, falls ihr meinen Livestream verpasst habt und so weiter und so fort. Das nächste Livestream ist übrigens am Samstag, aber es könnte gut sein, dass ich schon vorher ein bisschen streame vorne, weil ich einfach süchtig geworden bin nach Fortnite, deswegen kann ich nichts dafür. So, ich würde sagen, machen wir das nächste Paket auf. Das ist einmal von Neola und Neo-Europe. Ich kann das nicht lesen. Machen wir erstmal auf. Ich bin Nevi und schaue deine Videos schon seit fast 2 Jahren an. Ich bin 11 Jahre alt und habe eine Zwillingsschwester namens Neola. Sie schaut deine Videos jetzt auch schon seit 1,5 Jahr an. Wir finden deine Videos sehr cool und hoffen, dass du sie noch lange weitermachst. Auch deine Tochter, ihre Videos sind sehr schön. Vielen, vielen Dank. Da sind einmal die zwei Hübschen. So sehen die aus. Ihr habt übrigens ein Hovercard. Richtig cool. Was steht da drauf? Tutopolis TV. Ah, ein schönes selbstgemaltes. Oh, was ist das denn hier? Für Selina. Oh, Wachsmalstifte für Selina und Stifte. Voll cool. Vielen Dank. Cool, ich werde das hier geben. Seht ihr dann auf Instagram. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, wie sie sich darüber freut. Die freut sich sicherlich sehr, sehr dolle. Was haben wir noch hier? Was ist das? Das ist so ein Mannequin, das man damit bauen kann. Das wäre jetzt zu aufwendig, das aufzubauen hier bei Marco Fazell. Aber cool, muss ich unbedingt mal machen. Vielen Dank. Mauer, weil ich krieg Sabberattacken hier auf. Das ist, wenn ich meine eigenen Videos gucke, wo ich Sachen in den Mund nehme, wo ich weiß, das schmeckt einfach lecker. Oh. Mm. Mauern. Sticker und ein Playbutton. Vielen, vielen Dank an euch zwei. So, jetzt noch eine Frage. Hey Moritz schreibt, Hashtag fragt du, darf ich ins Video ohne Grund? Wenn ich reinkomme, kannst du mich bitte grüßen. Heißt es Sanel. Liebe Grüße gehen raus an Sanel. Und du bist einfach ohne Grund ins Video reingekommen. Nächste Frage kommt von Dylan Wehr. Hashtag fragt du, magst du den Schnee oder möchtest du lieber es wärmer haben? Tatsächlich mag ich Schnee, aber es muss nicht die ganze Zeit sein. Zwischendurch Schnee ist geil. Aber eigentlich stehe mehr auf Wärme. So, nächster Brief kommt von Pascal. Hallo Tutu, mein Name ist Pascal. Kannst du mir eine Autogrammkarte schicken? Eine von dem neuen und von dem Seiten. Deine Videos sind sehr gut. Bitte noch weiter so. Kannst du meine Handyhülle unterschreiben? Danke. Hashtag Tutu Army. Ich glaube, viele Leute denken, ich kann nicht lesen, aber viele Briefe sind natürlich ultra falsch geschrieben. Deswegen, ich verstehe manchmal nicht, was da steht. Und deswegen ist es echt schwierig für mich, das Ganze zu lesen. So, hier. Ebenfalls ein Backcover unterschrieben zurückbekommen. So, kommen wir zu einer weiteren Frage und zu der letzten Frage von Instagram. Samet-FFM. Hashtag fragt Tutu, wirst du noch einen anderen Kanal auf YouTube machen, der mit Games zu tun hat, oder wirst du das auf Tutopolis TV machen und kannst du mich in deinem Video grüßen? Wäre cool. Liebe Grüße gehen raus an Samet. Und nein, ich werde tatsächlich keinen weiteren Gaming-Kanal aufmachen, denn ich werde Gaming tatsächlich nur im Livestreams machen. Also ich persönlich finde 2 Kanäle immer ein bisschen blöd. Mir macht es keinen Spaß, 2 Kanäle gleichzeitig zu betreiben. Wenn ich Livestreamen kann und da gamen kann, ist es für mich vollkommen in Ordnung. Und wenn es euch nicht stört, ist es auch super. Aber wie gesagt, ich muss nicht unbedingt 2 Kanäle haben, unbedingt fürs Gaming und so weiter. Ich bin auch sowieso nicht der Gamer und ich mache das Livestream ist eher für mich so Spieletest mit euch zusammen. Ich würde sagen, jetzt öffne mir das letzte Paket, wo ich mich auf jeden Fall sehr drüber gefreut habe und ich bin mal gespannt, ob da auch da drin ist, was ich erwartet habe, Freunde. Machen wir es mal auf. Was ist da drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Ist es da drin, was ich glaube? Damit habe ich auf keinen Fall gerechnet. Das ist ein Sony Xperia XZ1 kompakt. Vielen, vielen Dank. Damit habe ich tatsächlich gerechnet. Damit habe ich tatsächlich gerechnet. Eine PlayStation 4, Freunde, für unsere Streams. Vielen, vielen Dank an Sony. Ihr seid die Geilsten. Hammermäßig. Mega geil. Ich habe tatsächlich hier schon eine PlayStation 4 und andere Playstations und andere, keine Ahnung, Konsolen. Aber das Ding ist, das sind defekte Konsolen, die ich besorgt habe, um Reparaturvideos zu machen, die ich aber noch nie gemacht habe. Leider vergessen. Aber ohne Scheiß, vielen, vielen Dank an Sony. Das ist echt eine Überraschung mit dem Handy hier. Also ich wusste, dass es das kommt, aber ich wusste nicht, dass sie mir noch ein Handy schicken. Das ist geil. Das ist ja mega cool. Ich weiß nicht, ob das Ding hier auch Ultra-Slow-Motion hat. Die Sony-Handys mag ich wegen den Ultra-Slow-Motion-Aufnahmen. Die habe ich beim letzten Böller-Video habe ich benutzt. Mega coole Aufnahmen, die machen ultra Spaß. Vielen, vielen Dank an Sony, mega cool. Und ja, Freunde, die Frage ist jetzt, wollt ihr davon ein Unboxing oder ein Review davon haben? Das würde mich interessieren. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, weil das Ding ist schon ein bisschen älter. Und ich weiß nicht, ob es noch interessant für euch ist.
überhaupt ein Unboxing, ein Review davon zu machen. Auf jeden Fall, wenn es euch interessiert, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn nicht, ist nicht schlimm, dann werde ich es einfach aufbauen. Und sobald meine Game Capture Card da ist, dann werden wir natürlich auch damit zocken. Und ja, ich kann nur sagen, vielen Dank an Sony. Den Link zu den PlayStation und zu diesem Sony-Handy findet ihr natürlich selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch ein paar Fragen stellen wollt, könnt ihr das gerne hier unten in den Kommentaren reinhauen oder auf Instagram, da nehme ich natürlich auch gerne eure Fragen. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten, das war Marco Verzelt Nummer 73. Auf diese Seite kommt zu den letzten Folgen von Marco Verzelt. Links und rechts mit alle Social Media, auf denen ich vertreten bin und direkt unter mich kostenlos abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.